Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Ja, ich habe wieder ein paar Sachen für euch, die ich euch gerne zeigen wollte. Und zwar zum einen war ich beim Lidl einkaufen und da gibt es ja immer diese größeren Bögen an Papier. Jetzt muss ich bloß mal schnell das andere kurz mal weglegen. So, und zwar geht es hier um dieses Papier. Das ist der Fotokartonblock, ideal zum Basteln und kreativ gestalten, in 25 Trendfarben. Es sind 270 Gramm und es hat eine Größe von 24 x 34 cm. Ups. Also man hat hier schon eine richtig coole Größe und das Papier ist wirklich ein sehr schönes und die Farben sind auch sehr schön. Das Problem an der ganzen Geschichte ist einfach das, dass diese Papiere immer nur einmal drin sind. Also sprich, pro Farbe gibt es nur ein Papier. Und deswegen habe ich mir direkt nochmal 5 Blöcke mitgenommen. Ich habe aber auch noch von denen welche da. Nur wenn man jetzt natürlich von einer Farbe ein Blatt möchte, ja, da kommt man halt dann mit einem Block nicht weit. Und ich bin schon am Überlegen, ob ich mir nicht diese Papiere raustrenne. In diese Hüllen wird es wahrscheinlich nicht passen. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Ich habe ja noch diese Hüllen. Oh, nee, ganz knapp passt es nicht. Ganz knapp passt es nicht, weil sonst hätte ich mir die jetzt alle dann in diese Hüllen reinsortiert. Da habe ich ja auch dieses A4-Papier einsortiert von Faltkarten. Da habe ich mir vor ewiger Zeit mal so einen Schwung gekauft, aber ja, die benutze ich dann tatsächlich immer nur zu bestimmten Anlässen. Und ich habe etliche einfache Papiere da, die halt eben günstiger sind. Und da verwende ich eigentlich auch immer erst die. Aber wie gesagt, die sind halt echt super und da habe ich mir schon überlegt, dass ich mir die dann alle raustrenne und nach Farben sortiere, damit ich einfach sehe, okay, von welcher Farbe habe ich wie viele. Wie gesagt, weil halt in einem Block immer leider nur ein Farbton, ein Blatt von dem jeweiligen Farbton dabei ist. Aber gut, ich finde die sehr gut, die Papiere, und deswegen habe ich mir dann nochmal welche mitgenommen. Da gibt es dann auch nochmal den Ton, nee, wie sagt man da? Das ist der Fotokarton Tonpapier. Also das ist auf jeden Fall dünner. Ich glaube, das hat dann bloß 150 Gramm oder sowas. Aber selbst das kann man ja sehr gut verwenden, wenn man zum Beispiel Alben einschlägt. Da sollte man ja nicht so ein festes Papier nehmen. Also es kommt halt wirklich immer darauf an, was man damit machen möchte. Und da habe ich auch noch ein paar da. Aber grundsätzlich geht es mir halt wirklich immer um dieses Feste. Weil wenn du da mal in anderen Shops guckst, die sind ja schon sehr teuer. Ich glaube 1,99. Ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube 1,99 kostet ein Block. Und deswegen habe ich mir 5 Stück mitgenommen, sind 10 Euro. Und dann hat man da wieder einen Schwung Papier. Und die Größe war jetzt auch super, weil wir ja die Adventskalender gebastelt haben. Und da ist halt die Höhe dann ganz praktisch gewesen, weil dann konnten wir davon halt die Blätter nehmen. Und da, wie gesagt, wenn du 4 Seiten brauchst, dann brauchst du 4 Blätter, weil das relativ groß geworden ist. Und dann hast du halt schon 4 Blöcke hergebraucht, wo du dann jeweils diese eine Farbe, beziehungsweise in dem Fall, weil es mein Neffe und meine Kleine war, zweimal, also 2 verschiedene Farben. Ja, also wie gesagt, da kann ich die nur guten Herzens empfehlen oder so. Naja, ist ja egal. Dann war ich noch im DM und habe eben wieder so Drogeriezeug, was man halt so für einen Haushalt braucht, wieder besorgt. Und da habe ich dann auch noch ein paar Weihnachtssachen entdeckt. Ich hatte bei irgendeinem Haul oder war das in irgendeinem Adventskalender-Bastelvideo, habe ich ein kleines Säckchen gesehen, wo solche Holzzahlen drin waren. Habe ich geguckt. Gab es leider nicht. Leider, weil ich glaube, die wären nämlich auch ganz schön gewesen.
Wenn jetzt nicht unbedingt für dieses Jahr noch, aber halt für die kommenden Jahre, da wird es auf jeden Fall wieder Adventskalender geben. Und das sind solche Holzzahlen natürlich sehr schön. Was ich jetzt leider wieder mitgenommen habe, da bin ich wieder dem Muster empfallen, einfach diese süßen Beutelchen. Obwohl ich eigentlich so diese, diese Plastikbeutel gar nicht mehr nehmen wollte. Aber die werde ich mit Bedacht verwenden und verschenken. Und ich finde es fast immer schöner, wenn man solche Beutelchen für trockene, saubere Sachen verwendet, wie jetzt zum Beispiel Papier oder Karten oder was man halt zum Beispiel verschenken möchte, weil die Person kann das dann hernehmen und wiederverwenden. Würde ich jetzt da Plätzchen reinpacken mit tonnenweise Puderzucker drauf, dann hast du den ganzen Puderzucker da drin und ich glaube nicht, dass irgendjemand diese Beutel dann auswäscht und wiederverwendet. Also da wandern sie wahrscheinlich eher in den Müll, als wenn man irgendwie so saubere und trockene Sachen verwendet. Also die waren einmal vom DM. Gab es auch wieder, die haben ja diese Weihnachtssachen so ein bisschen verstreut. Teilweise ganz am Anfang auf solchen Tischen, dass sie dann so die Keramiksachen und so weiter aufbauen. Und da habe ich unter anderem auch diese hier entdeckt, diese Baumkerzen. Jetzt war ich aber auch direkt auf der Suche nach solchen Ständern, weil es gibt ja auch solche kleinen. Das sind jetzt natürlich Baumkerzen, aber es gibt doch auch solche kleinen Ständer, also solche kleinen Kerzendinger, wo du auch auf den Tisch stellen kannst. Und die hatten sie aber leider nicht. Weil da dachte ich mir, da kannst du wieder so ein bisschen auf Masse gehen. Und diese, das wollte ich nämlich auch unbedingt noch machen. Vielleicht mache ich das jetzt auch im Anschluss noch mit euch. Da habe ich ja auch noch größere Stumpenkerzen gekauft. Da wollte ich nämlich auch noch die Kerzen bedrucken oder bestempeln, je nachdem, wie man es eben nennen möchte, mit Seidenpapier eben. Das wollte ich ja unbedingt noch ausprobieren und dafür habe ich einmal die, einfach um so ein bisschen auf Masse zu gehen, je nachdem, wen man eben beschenken möchte, und die anderen größeren Stumpenkerzen eben für Familie. Da möchte ich dann noch was Schönes gestalten. Jetzt schaue ich ja mal, ob ich das auch so hinbekomme. Und dann habe ich eben noch gesehen, diese Holzteile, und die mag ich ja super, super gerne. Einmal die diese Bäumchen eben und die Sterne. Und dann habe ich mir nochmal die mitgenommen, weil da habe ich mir das letzte Mal ja schon gedacht, Mensch, warum hast du die nicht nochmal mitgenommen? Weil ich finde die irgendwie total putzig, vom Design halt auch her. Und die kann man ja echt immer verwenden. Die sind schön neutral. Und dann habe ich diese hier noch gesehen. Die sind vom Stil recht gleich. Das sind jetzt Herzen, Bäumchen und Sterne drin. Und das Ganze auch nochmal in dieser Farbe. Also die könnte man jetzt beispielsweise an den Tannenbaum hängen, meinetwegen. Oder man macht eben Geschenke, wo man das dann eben mit dran bamselt. Dann habe ich noch entdeckt. Ich weiß nicht, ne? Aber wenn man so Sticker oder so hat, dann nehme ich immer gerne eine Pinzette, weil man da einfach schöner gucken kann, wo man das platziert. Und da habe ich jetzt die gesehen. Eigentlich suche ich noch diese ganz spitze. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich habe jetzt zum Beispiel diese hier. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wenn ihr vorne zudrückt, das kann man wahrscheinlich jetzt auch gar nicht in der Kamera sehen, dann spreizt die sich vorne an der Spitze wieder auf. Vielleicht sollte ich auch einfach nicht so feste drücken. Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall nervt mich das ein bisschen, dass wenn ich jetzt hier drücke, dass das hier vorne wieder aufgeht. Und wenn ich was ganz Dünnes jetzt nur an der Spitze halte, ja, dann rutscht mir das teilweise wieder weg. Deswegen wollte ich mal nochmal nach so einer Spitzenpinzette gucken, aber ich finde die nirgendwo. Also irgendwie im Einzelhandel kriege ich die nicht so wirklich gut. Und dann habe ich mir diese Schere mitgenommen, weil ich mir dachte, die ist beschichtet. Sieht sie zumindest von außen so aus. Ich glaube, so eine Carbonschere. Und siehe da, innen ist sie aber normal Silber. Und halt, das ist halt quasi nur lackiert, habe ich das Gefühl. Oder? Oder ist, nee, die ist schon Silber. Weil ich mir dachte, nehme ich mir jetzt einfach so eine kleine Schere her, so für Klebezeug, dass ich mir meine anderen Scheren nicht so versau. Wobei, ich habe ja eine Schere nur für einen Kleber, aber ja, vielleicht nehme ich sie dann doch eher für meine Nägel und so Nagelhaut und so, wenn mal was ist, was man sich, bevor man es wegreißt, ne, dass man sich das Zipferle abschneidet.
Genau, das war einmal der DM. Und dann habe ich bei Amazon noch dieses hier bestellt. Einmal der hier. Ich glaube, das müsste dieser Brush Pen sein. Ja, genau, Brush in Weiß. Und eben die hier, das gab es jetzt im Dreierpack, weil das dann dementsprechend günstiger war. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich die dann einfach weitergebe und verkaufe, weil ich weiß nicht, wie viel man davon verbraucht. Das ist 0,7 Stärke. Und da hat mir, also da wurde mir eben gesagt, dass die wohl sehr gut sein sollen. Das würde ich dann, ich würde sagen, das mache ich am Ende des Videos, dass ich die dann mal mit euch zusammen ausprobiere, ob die auch wirklich gut sind oder nicht. Genau, und dann habe ich noch, jetzt muss ich überlegen, war das bei Ninas Kreativreich? Ich muss nachschauen und ich schreibe es dir dann unten mit hin, wo ich das gesehen habe, weil die hat mich dann total angefixt, weshalb ich dann bei Papyria bestellt habe, weil die gibt es auch nur dort. Hier haben wir auch das süße Kärtchen. So, zum einen habe ich mir dieses jetzt mal endlich mitgenommen, weil ich so gerne wissen möchte, ob das einen großen Unterschied macht zu dem anderen. Ich habe jetzt, glaube ich, auch mal ein Stempelkissen gekauft, was totaler Fail war. Ich glaube, das werde ich auch wieder hergeben. Ich weiß es noch nicht, weil eigentlich brauche ich das so nicht. Ich wollte halt noch eins haben, was sehr fein ist, und das Claire's Pigment Ink. Da muss ich mich jetzt tatsächlich noch mal schlau machen. Und das hier ist auch Pigment Ink. Aber ich glaube, das hier soll schwärzer sein. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wollte ich das jetzt einfach mal ausprobieren, wie das stempelt. Weil da, glaube ich, soll... also das sind auch viele begeistert von und mögen dieses Stempelkissen auch gerne. Und dann habe ich eben, wie gesagt, dieses Stempelkissen hier mitgenommen und die fand ich ja mega süß. Da hat sie mich dann tatsächlich gekriegt und sie hat es eben bei Papyria bestellt. Ich weiß nicht, ob es noch ein anderer Shop führt. Auf jeden Fall fand ich die so mega niedlich. Ja, keine Ahnung, was soll ich dazu sagen. Die werde ich mir vielleicht sogar auch noch im Anschluss vorknüpfen und die mal kolorieren. Und dann habe ich noch eine ganz neue Marke entdeckt, die ich so bisher noch nicht kannte. Und zwar Lemoncraft. Ich weiß nicht, kanntet ihr die vorher schon? Oder kennt ihr die? Ich kannte sie bisher noch nicht. Aber die ähneln sich halt sehr, sehr stark von Mintai und Piatek, beziehungsweise P13. Und da wollte ich jetzt einmal kurz mit euch durchblättern. Und ich finde die Papiere auch wieder sehr, sehr hübsch. Ja. Mehr brauche ich dazu, glaube ich, nicht sagen, oder? Sie haben schon ihren eigenen Stil. Jetzt fängt es, glaube ich, auch wieder von vorne an. Was vielleicht nicht jeder gut zu verarbeiten sieht. Aber ich finde die echt sehr schön. Und wenn man damit ein Album bastelt oder irgendwie so Bilderrahmen oder irgendwie sowas, dann sind die echt toll. Und hier habe ich jetzt noch mal eins mit Christmas. Und da fand ich natürlich diese natürlichen Töne sehr, sehr schön. Allein schon wegen dem. Ja, mit meinen Tierchen bin ich ja immer so angefixt gleich. Ach ja, die da. Also ich mag das einfach sehr gerne. Auch das hier mit den Keksen. Ich glaube, jetzt fängt es wieder von vorne an, ne? Ja. Einmal die. Ach so, was hier noch mit dabei war, das habe ich jetzt einmal zur Seite gelegt. Das ist Piatek. Warum liegt jetzt das dabei? Nee, das gehört eigentlich nicht zusammen. Aber, also nicht, dass ich wüsste zumindest. Da war jetzt die Karte dabei gelegen. Und dann hier nochmal solche, solche Ausschnitte. Age of Gentlemen. Kenne ich jetzt gar nicht. Craft O'Clock. Naja gut, also das hat jetzt nichts mit den Blöcken an sich zu tun. Die haben halt dann einfach so ein paar Schnitte mit reingelegt. Und als guter
als zu guter Letzt dieses hier noch. Das ist auch von Lemoncraft. Blättern wir auch einmal. Das finde ich ja auch so schön, ne? Wenn du da solche Strickmuster hast. Auch sehr, sehr klassisch, aber sehr schön. Auch wieder mit den Tierchen dabei. Kann man sich was ausschneiden, wobei das mache ich eher nicht. Da wollte ich eh mal gucken, ob das dann vielleicht mit dem Plotter geht. Der hier. Also auch wieder sehr, sehr schöne Motive. Und hier fängt es jetzt auch wieder von vorne an. Auf einer Seite finde ich es nicht schlecht. Also es ist halt immer so eine Geschichte, ne? Wie man es nimmt. Entweder man hat die Papiere viermal, glaube ich, drin. Dafür weniger Motive. Aber dafür kann man halt dann die Vorder- und Rückseite häufiger verwenden. Also, ne? Weil man die Papiere natürlich logischerweise häufiger hat. Ja, also die fand ich jetzt auch ganz hübsch. Die habe ich mal mitgenommen. Also man muss ja da auch tatsächlich zugeben, wenn man so die Preise anschaut, wenn man Actionblöcke kauft oder eben dann solche Blöcke, wobei die schon relativ günstig sind. Da gibt es ja nochmal andere Marken, die nochmal teurer sind. Muss ich schon echt sagen. Ist man schon ein bisschen verwöhnt, was Action oder so angeht. Wobei bei Stempeln merkt man natürlich einen Unterschied, aber bei Stanzen ehrlich gesagt nicht. Und bei Papieren eigentlich auch weniger. Wobei die kleinen haben natürlich haben nicht so viel Gramm. Die sind dann dünner. Aber von den großen Blöcken merkt man da eigentlich kaum einen Unterschied. Es sind natürlich wieder andere Designs, das ist klar. Aber letztendlich hat jeder Block sein Design und wenn und entweder man einem gefällt es oder einem gefällt es nicht. Oder oder je nachdem, man ist bereit dafür, das Geld zu zahlen oder eben auch nicht. So, und dann habe ich jetzt ewig noch gewartet auf dieses Release vom letzten, beziehungsweise sagt man da dann vorletzten Release von Mama Elephant, My Favorite Things. Weil da war ja dieses mit diesem Polaroid Meets Santa oder wie das heißt dabei. Und das ist ja immer noch nicht lieferbar. Und ich warte immer noch auf ein Set, was mit diesen Mädels ist. Und jetzt kam aber schon wieder das neue Release und da habe ich jetzt gleich zugeschlagen. Und das möchte ich euch natürlich auch zeigen. Das ist eine Mini-Bestellung. Und zwar habe ich hier einmal dieses Set mitgenommen. Das ist ja das neue mit den Bärchen. Und das fand ich halt, ja, zuckersüß mit dem Bärchen und, ja, was soll ich dazu sagen? Meine Kleine halt, ne? I love you today, tomorrow, forever. Ach, ist das süß. Naja. So, das wollte ich auf jeden Fall noch. Und da gibt es aber, glaube ich, noch ein Set. Die Hexe. Also das Mädel, was so verkleidet ist als Hexe. Und ich glaube aber noch eins. Also das wollte ich auch noch auf jeden Fall haben mit den Hundis und dem großen Laubhaufen. So, und dann auch neu ist hier dieses Set. Und das fand ich halt jetzt wieder total knuffig, wie die da aufeinander stehen. Und da kannst du halt so eine Mini Slimline-Karte auch wunderbar damit gestalten, weil die sind jetzt nicht so groß, aber trotzdem gehen die halt in die Länge und da kann man das natürlich schön so aufgreifen. Und dann gab es noch dieses Set, was auf meiner Wunschliste war und dann auch wieder lieferbar war, mit diesen Süßen hier. Und ich mag ja diese Stacy Yakula-Serie sehr gerne. Die sind alle von, nee, das nicht und das auch nicht. Also die beiden auf jeden Fall. Und die weiß ich gar nicht. Ist halt dann von My Favorite Things direkt wahrscheinlich, keine Ahnung. Also die durften auf jeden Fall mit, das ist das Neue und das. Und das ist schon eins von der älteren Serie, aber auch 21. Und das ist auch das Neue, was jetzt erst rauskam. Genau. Also jetzt muss ich gerade noch mal gucken, aber ich glaube, das war es jetzt schon. Jetzt werde ich mit euch auf jeden Fall noch diese Stifte hier mal ausprobieren, wie die schreiben. Und dann werde ich mich auch direkt mal ranmachen und ausprobieren, ob ich das hinbekomme mit den Kerzenbedruck.
drucken. Vielleicht nehme ich da auch direkt eins dieser neuen Motive. Diese länglichen würden sich ja auch eigentlich ganz gut dafür eignen. Muss ich mal gucken. Jetzt habe ich nämlich vorhin meiner Kleinen von so einem schwarzen Papier sowas rübergeschmissen. Weil ich eigentlich dachte, ach ja, das, diese kleinen Schnipse, die benutze ich wahrscheinlich eh nicht. Da kann sie wieder verkleben. Aber jetzt schnappe ich mir mal nochmal so einen, um hier diese Stifte auszuprobieren. Und diese Postcards sind ja doch sehr gut. Da habe ich auch schon welche, aber halt nur diese dicken. Und jetzt kam eben diese dünnere Spitze raus und die wollte ich jetzt natürlich einmal probieren. Die muss man jetzt auch wieder so drücken, dass da die Farbe runterkommt, und auch mal schütteln, damit die Pigmente sich gut vermischen können. Also eigentlich mag ich ja diese Drücker-Dinger nicht, weil ich habe etliche von von Edding. Und die sind alle eingetrocknet, also entweder eingetrocknet oder, also man kann sie ja natürlich schütteln und dann muss man halt ewig lang damit schreiben oder die einfach mal mit der Spitze ins Wasser tauchen. Weil das natürlich dann hier vorne auch, okay, jetzt kommt's, sehr schön, eben zutrocknet, wenn da noch Farbe ist. Oder ich habe einen, das ist auch der weiße, glaube ich, deswegen konnte ich den nicht mehr benutzen, den habe ich dann schon weggeschmissen. Dass der total ausgelaufen ist. Also da kam nonstop die Farbe und man hat lauter Kleckse gehabt. Also der schreibt sehr schön. Sehr schön, und er fängt jetzt schon das Kleckern an. Also da muss man echt aufpassen mit diesem Gedrücke. Aber so schreibt er echt schön. Einmal der, und jetzt bin ich nämlich sehr gespannt auf diesen Brush. Pen. Jetzt muss ich mal gucken. Ich habe hier noch den Wuschel liegen. Jetzt passt er mal auf. Den muss ich ein bisschen zurechtwuscheln. Schau mal, ist der nicht geil? Ich konnte den nicht liegen lassen. Ist der nicht hübsch? So ein richtiger Fluffelbär. Den habe ich noch ein bisschen unter Verschluss gehalten. Den durfte meine Kleine noch nicht sehen, weil... Ja, weil ich es nicht wollte. Deswegen liegt er jetzt noch hier. Also was ich habe, ist einmal dieser Uni Chalk Marker, also diese Kreidemarker. Wollen wir mal gucken. Und die sind halt sehr dick, ne? Und dann habe ich eben noch diesen Posca. Der hat... Hä, der hat aber auch 0,7. Der hat so eine Spitze. Der hat so eine ganz komische Synthetikspitze. Naja, gut. Was jetzt nicht. Ich glaube, da gefällt mir der vom Schreiben her schon besser, weil der kratzt so. Deswegen wollte ich die mal ausprobieren. Und dann habe ich eben noch diesen ganz dicken von Faber-Castell. Der hat 2,5. Und da hast du halt eine richtig fette Spitze, ne? Und wie gesagt, ich wollte halt einmal das Feine, und ich war eben sehr neugierig, wie diese Brushspitze ist, weil ich schreibe ja schon sehr gerne so, also in Brush Lettering. Das nur nicht kaputt machen direkt am Anfang. So. So, wie muss man das jetzt machen? Was ist das hier? Hä, was ist das? Habe ich mich echt gut damit beschäftigt, ne? Muss man da drücken? Ach so. Wahrscheinlich, dass die Farbe kommt. Aha, aha. Jetzt drehe ich das mal um. Also der hat solche Synthetik-Borsten. Einmal kurz ein bisschen vom Ding befreien. Das macht man ja auch mit den normalen Pinseln, dass man da einfach so ein paar Mal dagegen schnipst, damit dieser diese Klebereste rausgehen. Also schütteln, drücken und dann schreiben. Würde ich jetzt behaupten.
Also, wir schütteln. Hörst du das? Ich schüttel, schüttel, schüttel. Dann drücken. Oh, jetzt kommt's. Jetzt warten wir mal. Da schon Farbe. Ich glaube, das war noch nicht genug für den Anfang. Jetzt kommt was. Jetzt machen wir mal ein bisschen mehr, damit sich das richtig schön vollsaugt. Diese Pinselborsten hier. Okay, der ist schon sehr groß auf jeden Fall. Aber wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann muss ich ja immer nachpumpen, sobald ich wieder neue Farbe brauche. Oder? Also so ist es jetzt schon okay. Es ist jetzt nicht so krass deckend. Und jetzt nochmal drüber gehen ist jetzt eigentlich auch nicht Sinn der Sache. Ja, man schreibt ja nicht ganze Briefe so in dem Handlettering-Style. Also von daher, für so kleinere Schriften, glaube ich, ist das schon ganz nice. Er ist schon groß. Also man muss dann dementsprechend groß damit schreiben, weil sonst kriegt man das nicht hin. Aber der gefällt mir schon sehr gut. Also da sieht man auf jeden Fall, dass der um einiges weißer ist, weil der natürlich viel komprimierter die Farbe abgibt. Und den hatte ich ja schon. Und der ist auch so, ich weiß nicht, da ist halt nicht so richtig Pigment drin. Da muss man auch ein bisschen drücken. Aber jetzt kommt es eigentlich ganz gut. Wobei, jetzt ist schon wieder zu viel. Ja, weiß ja nicht. Der hat immer so eine milchige, so eine, ja, nicht so deckend. Und da ist der halt einfach schon noch mal präziser. Und das ist dieser Chalk-Marker. Ich glaube, die kann man doch dann auch wieder abwischen oder so. Naja, gut. Also, jetzt passt er natürlich so nicht. Na, jetzt muss ich mal gucken, wenn jemand Interesse hat, dann würde ich die verkaufen, weil ich brauche jetzt keine drei, aber die waren halt gesamt günstiger und die kommen jetzt hier in meinen Schub rein. Jetzt passt das natürlich nicht, nein, was sonst? Genau. Jetzt weiß ich nicht, sollen wir noch das Stempelkissen probieren? Habt ihr da Lust? Wenn ja, dann bleibt er jetzt dran. Wenn nicht, dann skippt er halt weiter. So. Na gut. Also. Jetzt habe ich hier noch ein Blatt. Ach so, am Ende muss ich euch noch was erzählen. Das darf ich nicht vergessen. Jetzt nehme ich mal das Blatt, weil das wollte ich eh noch zum Schmieren aufbewahren. Da kann ich das jetzt gleich nehmen. Weil da habe ich das Tape jetzt nicht mehr gescheit weggekriegt. Deswegen passt es schon. Das muss ich euch unbedingt noch erzählen. Ich glaube, das wird auch ganz cool. Und das, ja, erzähle ich euch dann im Anschluss. Ich hoffe, ihr bleibt dann so lange dran. Ansonsten könnt ihr einfach schneller vorspulen, wenn euch das jetzt nicht interessiert. Also hier habe ich jetzt dieses Standard VersaFine, das habe ich auch schon sehr, sehr lange, dieses Stempelkissen. Also man sieht schon, von der Größe des Stempelkissen ist es auf jeden Fall deutlich größer. Jetzt sehe ich hier auch einen weißen Rand, was mir jetzt tatsächlich schon wieder nicht so zusagt, weil letztendlich, wenn ich ein neues Stempelkissen bestelle, dann sollte das auch komplett durchgedrängt sein und nicht irgendwie ja nur so halb. Mal gucken, ob ich das vielleicht sogar reklamieren werde, weil das gefällt mir tatsächlich jetzt nicht so gut. So, jetzt nehmen wir einfach mal hier, ach so, was ich auch noch letztes Mal sagen wollte, ich finde es sehr gut von My Favorite Things, dass die das immer auf einer Seite schließen. Weil dann
bleibt dieses Schutzblatt hier einfach drauf. Und ich habe das jetzt teilweise schon so gemacht, dass wenn ich jetzt bei meinen Stempeln das nicht habe und die raushole, dann mache ich mir gleich hier einmal so einen Tesafilm drüber und dann habe ich das eben hier dran und muss das nicht immer, es verschwindet halt nicht und es bleibt dran, es ist sauber und fertig. So, jetzt brauche ich hier einmal einen Stempelblock. Upsi. Teste ich jetzt direkt mal mit dem neuen. Und da bin ich jetzt gespannt, ob man da einen Unterschied erkennt. Okay, schaut schon mal sehr cool und sehr sauber aus. Gefällt mir sehr gut. Müsste ich vielleicht ein bisschen feucht machen. Ach Mensch, da habe ich meine Maus. Die habe ich schon gesucht, meine PC-Maus. Sieht man mal wieder, was da zum Vorschein kommt, ne? Also, schön trocken tupfen. So, und jetzt im Vergleich. Also, könnt ihr da jetzt einen Unterschied erkennen? Ich nicht wirklich. Also, ich kenne mich mit Stempelkissen, beziehungsweise ich kann mir das halt auch immer nicht so richtig merken, diese ganzen Begriffe und keine Ahnung, also diese VersaFine sind ja vor allen Dingen sehr gut, wenn es um filigrane Sachen geht. Ja, ich muss sagen, ich sehe jetzt da nicht so wirklich einen Riesenunterschied. Das wollte ich mir eh alles mal aufschreiben, habe ich natürlich immer noch nicht gemacht. Steht es hier drauf? Wasserfarben. Was? White Edge of Ink Pad is normal. Dieser weiße Rand, was die da, was da ist, oder was? Naja, gut. Also ist auch Pigment Ink. Okay, dann muss ich passen, dann weiß ich einfach diesen Unterschied nicht. Also ich dachte eigentlich, dass das nochmal schwärzer sein soll. Vielleicht könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr mir sagen könnt, was da der Unterschied ist. Ich habe ja auch noch andere, da hatte ich ja auch, wie gesagt, diesen Fehlkauf, wo ich dachte, das ist so ein For use all, egal für was ich das nutzen möchte, kann ich es nutzen. Jetzt wartet er mal, habe ich die jetzt. Da habe ich jetzt einmal das Memento. Das ist ja gut für Alkoholmarker, das ist auf Wasserbasis, genau. Und dann habe ich eben das hier und das hier. Das habe ich zuerst gekauft, weil das ist dieses Hybrid. Das soll ja für beide Systeme gehen, also Wasser als auch Alkoholmarker. Und ich dachte, das wäre das Gleiche, weil mir das nicht schwarz genug war irgendwie. Jetzt warte da mal. Das hat mich dann tatsächlich schon ein bisschen genervt. Ja, und das, was matscht denn das jetzt so? Also irgendwie bin ich mit dem nicht so zufrieden. Ihr könnt mir ja auch mal in die Kommentare schreiben, für was ihr das verwendet. Und dann habe ich eben das hier noch genommen, um das auszuprobieren, weil da auch viele gesagt haben, das soll wohl so super sein.
Aber da muss ich echt zugeben, dass mir die VersaFine am besten gefallen und Memento. Und da bringt mir so ein Use for All Inkpad nix, wenn man dann so ein Gematsche hier hat. Beziehungsweise, oh, das ist aber nicht schlecht. Beziehungsweise, so schaut man die dicke Linie da an. Jetzt muss ich das gleich nochmal testen. Oh doch, das ist gut. Bloß da habe ich halt jetzt wieder das Problem, weil das wollte ich ja kaufen, weil es für alle ist, aber das ist Dye Ink. Das bedeutet, Sit Free, Fast Drying, Dye-Based Ink. Das ist nicht für Wasserfarben, weil das habe ich nämlich probiert und da ist mir nämlich alles ausgelaufen. Jetzt probiere ich es nochmal mit dem hier. Warum das jetzt so gematscht hat. Jetzt ist es ein bisschen besser, aber auch nicht wirklich. Also die anderen machen auf jeden Fall ein viel schöneres Ergebnis. Also von dem muss ich leider sagen, bin ich nicht so überzeugt. Und das hier war halt einfach ein Fehlkauf, weil da dachte ich auch, das ist so ein Hybrid-Ink. Aber das ist ja auch nur ein Dye-Ink-Pad. Dye-Ink ist das hier, wie das hier, wie das Memento. Das ist mir schon so ausgelaufen. Schaut doch mal hin, wie das ganze Ding hier schon ausschaut. Das habe ich schon etliche Male. Auch das Etikett hier ist schon durchgelaufen mit Farbe. Das habe ich schon so oft sauber gemacht und trotzdem irgendwie läuft es immer aus. Macht auch schönen Abdruck. Also tatsächlich gefällt mir diese Variante mit dem VersaFine am besten, wo, aber das kannst du halt nicht für alles verwenden. Also das hier ist zum Beispiel so gräulich, ich weiß nicht. Sieht man das in der Kamera? Sieht man nicht, ne? Das ist nicht so tiefschwarz. Das ist richtig schwarz und genau die beiden auch, die sind nicht so richtig tiefschwarz wie die VersaFine-Tinten. Deswegen wollte ich eigentlich das haben. Naja, ist jetzt auch wurscht. Eigentlich ist es natürlich nicht wurscht, aber gut. Muss ich mal gucken. Vielleicht brauche ich die einfach auf oder ich verkaufe sie, weil ich habe sie jetzt echt vielleicht nur zweimal benutzt und jetzt eben nochmal. Von daher muss ich mal gucken, was ich damit mache. Jetzt warte da mal. Aber das hier war jetzt das Memento, ne? Vielleicht werde ich das hier noch behalten und das hier mal aussortieren, weil das halt schon so durchgesifft ist. Also so durchgewappt. Das werde ich auf jeden Fall noch aufbrauchen. Ich habe ja auch noch den Ersatz, also sprich zum Nachfüllen, glaube ich. Oder? Nee. Doch, hier. Water-based acid-free. Ist das das? Ist doch das, oder? Water-based, genau. Das ist für die Alkoholmarker. Und das ist ja Dye-Ink. Ist ja auch so wie das. Naja, jetzt muss ich mal gucken. Vielleicht verkaufe ich dann den Nachfüller extra oder ich habe keine Ahnung. Also dieses gefällt mir schon sehr gut, bloß da weiß ich jetzt gar nicht genau so richtig, was jetzt da der Unterschied ist, weil ich finde beides sehr schwarz. Also ich dachte eben, das ist noch schwärzer. Da sehe ich jetzt leider keinen Unterschied. Aber das könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Und das hier ist eigentlich ein guter Ersatz für das, weil das wollte ich eh mal austauschen. Und das hier, glaube ich, werde ich sogar hergeben, weil wenn ich diese zwei Systeme habe, also ich habe ja auf jeden Fall, aber das ist ja wieder was ganz anderes. Einmal dieses Archival Ink, ich glaube, das war mein allererstes Stempelkissen, was ich je hatte. Also so ein richtig gutes halt. Und das ist wasserfest.
Und da kannst du halt deine Stempel versauen. Also ich weiß nicht, für was ich das hier noch verwenden würde, weil zum Beispiel so auf glatten Oberflächen ist dann dieses Stays-On perfekt gedacht. Also wenn du jetzt zum Beispiel auf Gläser oder auf Folie oder irgendwas stempeln willst, dann benutzt man am besten dieses Stays-On. Genau. Fast Drying Solvent Ink ist das. Und das ist eben dieses Wasserfeste. Aber wofür brauche ich Wasserfestes, wenn ich doch diese Pigment-Inks habe für Wasserfarben? Ups. Und die meine Stempel nicht so versauen. Deswegen, also den habe ich schon lange nicht mehr benutzt. Behalte ich aber trotzdem noch, weil, ja, mein Gott. Da habe ich, glaube ich, auch noch einen Nachfüller. Deswegen werde ich den einfach aufbrauchen. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Ob man das irgendwie sehen kann, dass die rechten nicht so schwarz sind wie diese zwei hier. Kann man das sehen? Weiß ich nicht, da ist jetzt einfach vielleicht zu viel Tinte gewesen, weil beim nächsten Mal hat er schon ganz gut gestempelt. Aber wie gesagt, ich wollte halt so ein richtiges Schwarzes, damit man denkt, das ist gedruckt. Und die gehen halt, die sind halt nicht so tiefschwarz, ganz einfach. Aber schon süß, der Bär, ne? So, dann lasse ich das gleich mal draußen, weil das packe ich dann eh noch in meine Hüllen. Ach ja, was ich euch jetzt noch erzählen wollte. Und zwar habe ich mich jetzt dazu entschieden, ein Postfach zu eröffnen. Das heißt, ich werde euch diese Adresse auch hier unten einmal einblenden. Dann könnt ihr nämlich ganz, ganz wild drauf losschicken und gerne Post einmal zukommen lassen. Also egal zu welchem Anlass ihr das möchtet. Jetzt als nächstes wäre natürlich ganz passend die Weihnachtszeit. Aber wie gesagt, das ist natürlich total unverbindlich und nur wer möchte. Und ich habe mir vorgenommen, auf jede Post, die ich erhalte, möchte ich eben auch antworten. Also das ist dann so ein bisschen, kann man sagen, wie ein Tausch oder ja, keine Ahnung. Aber einfach so dieses Hin- und Herschicken, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber in meinem Umfeld sind halt nicht so viele jetzt in dem Bastel-Game mit drin. Und ich finde es einfach schön, sich auszutauschen. Und ich weiß nicht, wenn ihr jetzt die Möglichkeit habt, okay, ihr könnt mir eine Post schicken, die kann ich jetzt auch veröffentlichen in dem Sinne. Und da könnt ihr einfach dann drauf los kreativ werden und drauf losschicken und dann kann ich eben auf die angegebene Adresse antworten. Sollte eine andere Adresse, aus welchem Grund auch immer, angegeben sein, dann schreibt es mir doch einfach kurz in den Brief mit rein oder so, ob ihr denn dann überhaupt Antwort wünscht oder nicht. Also ihr gesagt, wenn ihr keine wünscht, weil ich würde dann einfach zu denen, die mir was schicken, auch eine kleine Post schicken, je nachdem, wie es die Zeit eben gerade auch hergibt. Es kann sein, dass es natürlich ein bisschen dauert, also da ein bisschen Geduld mitbringen. Aber ich freue mich da einfach, wenn es ein... Also ich bastel tatsächlich nicht einfach so, ich weiß gar nicht warum. Und so habe ich dann quasi wieder einen Grund zu basteln. Es gibt natürlich immer wieder Anlässe wie Geburtstage oder Weihnachten oder zu Halloween habe ich ja jetzt mal was gebastelt, was ich vorher auch nicht gemacht habe. Aber einfach so, dass ich einen Grund habe, mich herzusetzen. Weil wenn ich keinen habe, ja, dann schleift es halt immer wieder so. Und ich habe mir jetzt eben auch schon überlegt, bei einem Design-Team mitzumachen. Jetzt habe ich mich bei einem bereits beworben. Mal gucken, was daraus wird. Da habe ich jetzt noch keine Antwort bekommen. Aber wenn du zum Beispiel in einem Design-Team bist oder das einfach zufällig weißt, die gerade auch Design-Team-Mitglieder suchen, auf, keine Ahnung, Gastdesign-Mitglieder oder so, Gastdesigner oder wie sagt man dazu, dann würde ich das schon gerne mal ausprobieren, weil ich gerne wissen möchte, ob das was an meinem, ich sage jetzt mal Bastelverhalten, es sich ändert. Weil, wie gesagt, ich halt tatsächlich meistens erst dann bastel, wenn ich auch einen Grund habe und nicht einfach so. Also das passiert wirklich äußerst selten. Deswegen würde ich mich da einfach freuen, wenn ich da einfach, wie gesagt, einen Grund hätte. Und mein Gedanke war mit dem Postfach einfach, dass ich das einfach so veröffentlichen kann. Ihr könnt dann einfach drauf los eure Briefe, eure Post schicken. Also ich möchte jetzt nicht irgendwelche Päckchen, sondern einfach eine schöne Karte. Jetzt zum Beispiel zu Weihnachten oder sonst was. Und dann kann ich eben dementsprechend drauf antworten. Was ich mir auch gedacht habe, was ich früher schon immer gerne
gemocht habe, sind Brieffreunde. Da würde ich mich natürlich auch super, super doll freuen, wenn da jemand Lust hätte, auch ein paar Zeilen dazu zu schreiben, so wie es, wer die oder derjenige ist und was man halt erzählen möchte. Und dass man da sich vielleicht ein bisschen austauschen kann, Fragen stellen kann oder sonstiges. Also ich glaube, da würde ich mich schon echt drüber freuen, wenn dann die erste Nachricht kommt, ja, sie haben Post in ihrem Postfach. Also da freue ich mich schon riesig drauf, das zu starten. Da habe ich jetzt, wie gesagt, nur noch drauf gewartet, die Postnummer zu bekommen und das euch mitteilen zu können. Und passend noch vor Weihnachten, und da freue ich mich wirklich riesig drauf, und da bin ich schon wirklich sehr, sehr gespannt, was für Post mich dann erreichen wird, ob mich überhaupt Post erreichen wird. Kannst du mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie du das findest. Und dann habe ich eben, wie gesagt, einen Grund auch zu antworten oder beziehungsweise kreativ zu werden. Und da freue ich mich einfach so tierisch drauf, einfach mit dir noch mal ein bisschen mehr in den Kontakt zu gehen. Also es ist tatsächlich so, dass ich zeitlich schon sehr eingespannt bin, dass das vielleicht sogar in Zukunft auch noch mehr werden wird. Aber ich möchte einfach diesen persönlichen Austausch. Also ich habe ja auch eine WhatsApp-Gruppe, da muss ich zugeben, da bin ich leider aktuell nicht mehr so aktiv, weil ich einfach die Zeit nicht dazu finde, hunderte von Nachrichten zu lesen. Und wenn ich die Zeit habe, dann überspringe ich das auch mal oder kriege dann zufällig mal was mit. Aber so richtig aktiv kann ich da gar nicht mal so richtig sein, weil es einfach zu viel ist. Aber ich freue mich natürlich, wenn da die Mädels ihren Spaß haben und ihre sich austauschen können oder bei Fragen sich einfach helfen können. Deswegen möchte ich da jetzt auch nicht irgendwie hergehen und die Gruppe löschen oder so, weil ich selbst jetzt nicht aktiv bin, weil das wäre total Blödsinn. Aber wie gesagt, es ist jetzt nicht irgendwie eine böse Absicht oder weil ich nicht mehr möchte, sondern weil ich einfach die Zeit nicht dafür habe, dann auch noch hunderte Nachrichten nachzulesen. Also wie gesagt, ich lese schon immer mal mit, wenn ich gerade kann, wenn ich gerade Zeit habe. Aber dann so einen Brief in Händen zu halten, das ist natürlich nochmal ein ganz anderes Feeling, als jetzt hunderte Nachrichten zu lesen. Und darauf zu antworten, dann daraufhin selber kreativ zu werden, das ist natürlich nochmal eine andere Geschichte. Ja, also wie gesagt, ich freue mich auf jeden Fall, von dir zu hören oder zu lesen oder einfach eine schöne Karte in meinem Postfach dann zu erhalten und dann dementsprechend auch zu antworten. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ich hoffe, dir geht's gut und ich nehme dich jetzt dann auch direkt noch mit. Das wirst du dann in einem Folgevideo sehen. Werde ich mich mal an die Kerzen trauen. Ich hoffe, das klappt so, wie ich mir das vorstelle. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dann. Tschüss.